Ja, und damit ganz herzlich willkommen zum Let's Show. Und zwar geht es hier um die Pre-Release-Version von Bus Simulator 2017. Ich habe mich gestern mal ein bisschen informiert. Ein bisschen informiert darüber, wann denn der Release sein soll, und des Weiteren, wann es denn angekündigt werden soll und ob überhaupt eins kommen soll. Ja. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich was angekündigt. Ja. Bus Simulator 2017 ist geplant und wird ab Mitte. Und wird ab Mitte Sommer etwa Mitte Sommer als Pre-Release-Version verfügbar sein. Und da freue ich mich natürlich schon drauf, weil ich habe mich jetzt ja hier auf Bus Simulator 16 gefreut natürlich. Das war natürlich schon klasse. Und wenn die jetzt auch noch tatsächlich einen 17er rausbringen, nicht schlecht, ja. Vielleicht, Sie wissen es noch nicht, vielleicht wird es ja auch auf der Gamescom präsentiert. Das werden es mit aber Astragon noch schauen. Oh, Penda. Und aber alles Weitere seht ihr auch im Link unten in der Infobox, falls ihr euch dafür interessiert. So. Will hier niemand einsteigen? Ah, doch. Normal Einzelfahrt, aber selbstverständlich. Danke gleichfalls. Sonst niemand? Klar, fahren wir weiter. Ja, wie gesagt, also Bilder haben sie bislang noch nicht veröffentlicht. Aber vielleicht wird es ja auch noch direkt von Astragon kommen, diese Information. Und vielleicht schicken die da dann auch schon ein paar Bilder mit. Das wäre natürlich auch sehr interessant, muss man sagen. Das ist unsere nächste Haltestelle. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten. Drei Schüler sind fahren. Gleichfalls. Ja, das ist eigentlich. Es ist gefährlich, mit offener Tür zu fahren. Ja. Also ich spiele hier gerade mit Controller, denn ich finde es ehrlich gesagt nicht so schön, wenn ich das hier mit der Tastatur mache, weil das ist immer so abgehackt. Ja. Das ist, ich finde, mit dem Controller irgendwie flüssiger. Ich möchte gerne hier noch über die Grünphase drüber. Unbefriedigend. Hat er sich
Natürlich auch immer sehr interessant, was die Leute hier zu reden haben. Wirklich sehr interessant. Ja, sonst will niemand mehr. Weiß gar nicht, habe ich hier irgendwo. Habe ich nicht einen Fahrplan? Ja. Gibt's hier nicht. Achso, erreiche die nächste. Doch, links oben steht's ja. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Klar. Die Anzeige habe ich auch noch nie gehört. Ja, komm. Gas. Perfektes Timing. Okay, das da oben ist auch neu. Ja, das gibt's nicht, diesen Mund, wo. Okay. Zwei normale für eine Woche. Betrunkenen Passagier akzeptiert, ja, wie kann ich den abweisen? Sagt mir niemand! Ob ich den abweisen kann, ich habe den abweisen müssen. Wo? Was hat man den Bordstein geküsst? Ja, hier rechts vor links. Ah ne, hier ist Einbahnstraße. Alles klar. Oh, hier haben wir Bushaltestellen. So. Der Betrunkene geht wieder. Tschüss, hat Spaß gemacht. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Eine normale Einzelfahrt. Ihr habt es auch nicht kleiner, oder? Ich müsste mir immer 5 Euro geben. Oh, da hocken zweimal die gleiche. Alles klar. Mal gucken, ob das Spiel auch weiß, dass sie einen Bus Vorfahrt hat. Oh ja, tatsächlich. Oh, wir müssen geradeaus weiter. Wir küssen immer den fucking Bordstein. Schlechte Halteposition. Tut mir leid. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt bitte. Eine normale Einzelfahrt. Ja, ich wusste, dass du 5 Euro hast, Mann, du Hure. Es ist zwar die gleiche Frau, aber hat was anderes an. Alles klar. Den lassen wir noch vorbei. So, links kommt nichts. Ja. Das geben nicht vergessen. Mal einmal im Kreisel herum.
Ihr wisst, dass ich. Okay, alles klar. Ich dachte schon, der weiß nicht, dass ich Vorfahrt habe. Entschuldigung. Nächstes Mal passe ich besser auf, dann nehme ich das Schild nicht mit. Und grün Phase, jawohl. So, jetzt haben wir aber keine schlechte Halteposition mehr. Alles klar. Alter. Ihr habt auch bloß 5 € Scheine, oder? Ihr habt nix. Ist krass, dass da keiner überholt. Oh, im Grün, alles klar. Bin jetzt bloß so langsam gefahren, weil ich dachte, dass es noch ein bisschen länger dauert. Da ist aber rot. Da ist rot. Haltestellenbremse rein. Ja, natürlich, jetzt wird's grün, selbstverständlich. Das ist schon krass, also ich glaube, die Beschleunigung ist ein bisschen arg hochgestellt bei dem Spiel, weil ich konnte jetzt gleich schnell beschleunigen wie der Transporter da, und das ist ja eigentlich nicht so gedacht. Tschüss. Ja, liebe Freunde, das war's. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss.